Moin Freunde, wir sind's wieder. Ich bin Tessa und du bist die Zukunft. Heute sind wir zu Gast hier bei Würthwein in Nauen. Würthwein ist eine internationale Firma, die Kunststoffteile produziert und auch an weitere Firmen verkauft. Wir haben die Möglichkeit, uns heute die Fabrik mal von innen anzugucken und ein bisschen mehr über die Berufsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten der Firma zu erfahren. Kommt mit! Lukas! Da bist du ja! Hallo Lukas! Hallo! Ich habe gehört, du bist Verfahrensmechaniker hier im dritten Lehrjahr bei Würthwein und du bist so lieb und zeigst uns die Halle. Ja, genau, das mache ich. Da freue ich mich sehr. Aber zuallererst habe ich noch ein, zwei Fragen an dich. Wie bist du überhaupt auf diesen Beruf gekommen? Weil Verfahrensmechaniker habe ich jetzt noch nie gehört. Das ist neu für mich. Ja, ich wollte unbedingt eine Ausbildung in der Industrie machen und hier in der Region bleiben, da ich halt meine Freunde und meine Familie in der Nähe habe. Und ja, dann habe ich mich einfach informiert und bin bei Würthwein Nauen gelandet. Und wie sieht so ein Arbeitsalltag hier aus? Ja, also man kommt halt erstmal ganz normal an, wie in jeder anderen Firma, guckt dann, welche Produkte laufen sollen, rüstet die Maschinen dann dafür um und fährt sie halt dann an und der Rest läuft dann alles vollautomatisch. Dann ist nur noch die Problembehebung. Okay. Na dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Halle, oder? Ja, können wir machen. Super. Geht mal hier lang. Und jetzt stehen wir hier gerade vor so einer Maschine, was ist denn das genau? Kannst du mir das mal erklären? Sieht schon spannend aus, hat pinke Dinger und blaue Dinger. Ja, das ist nicht die Maschine an sich, sondern das ist das Formwerkzeug, was in die Maschine eingebaut wird. Und hier, diese ganzen Anschlüsse sind sozusagen Hydraulik, die öffnen und schließen die Zugänge für den Kunststoff. Dann diese 6 Anschlüsse und die 2 Batterien, das ist die Wasserkühlung zur Temperierung. Und hier oben sieht man noch die Werkzeugheizung. Das Werkzeug, sage ich mal, auf einer Temperatur von ca. 230 Grad temperieren. Das ganze Werkzeug an sich wiegt 9500 Kilo, also eigentlich schon relativ schwer. Und hier vorne sieht man zum Beispiel auch ganz gut, dass die Anpressbuchse, wo dann der Kunststoff eingespritzt wird. Sieht man gut an den herunterliegenden Kunststoff. Aber ich finde es cool, dass ihr pinke Farben habt. Ja. Haben die Farben irgendeine Bedeutung? Ja, das ist einfach nur die Kette und ja, pinke Farbe ist eigentlich nur dafür da, dass man das Anschlagmittel halt schnell erkennt und weiß auch, wo es ist. Weil so sieht man ja auch den Kontakt zwischen dem Kran und das Formwerkzeug. Und wir benutzen den Kran meistens dafür, dass wir dann die Spritzgusswerkzeuge in die Maschine einhängen und ausrichten. Deswegen können wir die halt so anheben und auch in jede beliebige Richtung drehen. Eigentlich für diese Ausbildung vorausgesetzt, also wahrscheinlich 10. Klasseabschluss, aber welche Fertigkeiten, Fähigkeiten, Interessen braucht man denn? Ja, technisches Verständnis ist auf jeden Fall ganz gut. Chemie braucht man halt auch sehr stark, also ist auch relativ stark vertreten in der Ausbildung, weil diese chemische Zusammensetzung von den Kunststoffen ist auch sehr wichtig, wie sie sich thermisch verhalten. Und Mathematik ist ganz gut, weil man verschiedene Parameter in die Maschine einstellen muss. Und Kopfrechnen ist halt auch ganz gut gefragt eigentlich. Und was genau begeistert dich jetzt generell an diesem Beruf? Eigentlich alles. Also ich finde es halt interessant, einfach die ganzen automatisierten Prozesse, dass man es versucht immer zu optimieren und ja, bis zur Perfektion. Und Perfektion wird es ja wahrscheinlich nie geben. Jetzt haben wir natürlich auch ganz viele ZuschauerInnen, die einen Schulabschluss bald in der Tasche haben und überlegen müssen, was sie machen wollen. Was würdest du denen auf den Weg geben wollen? Naja, man sollte auf jeden Fall erstmal gucken, was man privat für Interessen hat, vielleicht auch schon Hobbys, dass man viel privat mit Holz arbeitet oder ähnliches oder an sich mit Computern und dann, sag ich mal, seine eigenen Fähigkeiten selbst auch gut einschätzt, um sich halt dann irgendwo in irgendeinen Betrieb zu bewerben. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man nicht auf Familie und Freunde hören soll. Man sollte zwar Wert drauf legen, aber trotzdem dann selbst für sich entscheiden, weil man selbst macht ja den Beruf und übt den aus und nicht die Familie. Vielen Dank, Lukas, für deine ganzen Informationen und Tipps und generell die ganzen zahlreichen Erklärungen.
ich habe hier auf jeden Fall jetzt schon mehr eine Ahnung, wenn man das überhaupt Ahnung nennen kann, was ich jetzt habe. Aber jetzt zu euch, liebe ZuschauerInnen, wenn euch dieses Format gefällt und euch auch weiterhilft, dann zeigt uns das auch gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Und wenn ihr weitere Informationen zu Würthwein und deren Ausbildungsmöglichkeiten haben wollt, haben wir das natürlich in der Infobox verlinkt. Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht, du bist die Zukunft.